Also, wir machen jetzt hier einen Wassertest. Ja, und wir haben jetzt einmal hier ein Mineralwasser, das wenig Fluorid Inhaltsstoff haben soll. Und wir nehmen als Vergleich, nehmen wir jetzt gleich Kranwasser und gucken uns an mit dem Elektrolysegerät, das Oxidation im Wasser erzeugt, gucken wir uns an, welche Partikel im Wasser sind. Und mit diesem Gerät können wir das eben sichtbar machen. Und wir können dieses Gerät hier nehmen, um die Wasserleitfähigkeit zu prüfen. So, ganz normales Mineralwasser. So, das stellen wir dann hier hin. So, Mineralwasser rechts. Und hier tun wir Kranwasser rechts. Und hier Mineralwasser. Hier ist das Mineralwasser, hier ist das Kranwasser. Jetzt machen wir erstmal mit dem Gerät hier. So. Und wir gucken mal hier. Ich kann gleich schon sagen, also Werte zwischen 0 und 100 ist gute Wasserqualität. Es wird angegeben, entweder als osmotisches Wasser oder als Quellwasser oder artesisches Wasser. Und zwischen 100 und 200 ist auch noch relativ gut. Über 300 ist relativ schlecht. Hier sehen wir schon mal einen Wert von 335. 335. Ja. So. Und dann das Wasser. 256. Auch nicht so gut für ein Mineralwasser. 256. Nicht so guter Wert für ein Mineralwasser. So, und jetzt machen wir die Analyse mit dem Elektrolysegerät. Muss ich mal von hier unten. Genau. Und da sieht man schon hier, was hier passiert. Hier ist das Leitungswasser, hier ist das Mineralwasser. Hier sieht man schon, wie sich das verfärbt. Das sind alles Schwermetalle und Partikel, die da nicht reingehören. Ah. Wow. Diese Partikel, die in diesem Wasser sind, werden jetzt durch Oxidation sichtbar gemacht. Guck mal, in dem Mineralwasser ist so gut wie gar nichts drin. Das ist ein sehr gutes Wasser anscheinend. Relativ gut, ja. So, nehmen wir das mal raus. Also dann sieht man gleich nochmal, also hier oben setzt sich das ab, ne? Und hier sieht man auch, wie schön dunkel, wie das schwarz geworden ist. Ja. Das Schwarz ist im Prinzip schlecht. Siehst du das? Aha. Das trinkt man immer mit. Guten Appetit.